Ach, RF, ich bin so blöd. RF ist Redstone Flux gewesen. Okay, ja, dazu sage ich jetzt mal nix, Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feedbees mit dem Modpack Tesh World 2 und natürlich mit mir. Ja, wie ihr seht, das allererste Mal mit Facecam und das hat eigentlich gar keinen besonderen Grund. Ich dachte mir nur mal, versuch's du mal mit Facecam, guckst du mal, wie das ankommt. Das Problem oder nicht das Problem oder warum ich es bisher nie gemacht habe mit der Facecam ist einfach, dass ich immer ein saudummes Gesicht mache. Ganz einfach. Einfach eine Aussage, ich mache immer ein saudummes Gesicht. Ganz einfach. Ja, und zwar fangen wir einfach direkt mal an. In der letzten Folge haben wir hier diesen Kompressor gebaut und da hatte ich ja schon mal angedeutet, dass man damit auch Diamanten herstellen kann. Das stimmt auch. Und zwar brauchen wir dafür ein Stack Kohle erstmal, die in den Pulverizer reinkommt. Die muss pulverisiert werden, natürlich hier ausmachen. Lassen wir das mal hier kurz durcharbeiten. Also lassen wir das mal schön pulverisieren und ja. Des Weiteren dachte ich mir, hier die Maschinen, die sind ja nicht unbedingt schnell, wenn man damit arbeitet, bla hin und her. Deswegen bauen wir uns ein paar Overclocker. Sind Overclocker. Die sind eigentlich relativ simpel zu craften und die sind halt einfach nur dazu gedacht, dass man aus einer langsamen Maschine eine schnelle macht. Davon werde ich mir jetzt erstmal 5 Stück herstellen. Wie ihr seht, das Rezept ist relativ einfach. Hier, das sind einfach 10 Platten mit einem Wassereimer in der Mitte. Da sieht man das mit einem Wassereimer. Und die Circuit, den kennen wir ja auch noch, der ist auch relativ einfach oder simpel zu craften. Dies werde ich jetzt machen, aber ich habe ja in meinem letzten Video, weiß ich nicht, ob ihr es gesehen habt, wenn nicht, guckt es euch noch an. Die Minecraft Mario Party, der zweite Teil davon. Ja, ich habe es im letzten Video ja schon angedeutet, dass ich jetzt ein bisschen anders hervorgehen werde, was den Schnitt angeht. Und das werde ich jetzt hier in dem Video schon umsetzen. Das heißt für euch, dass ich euch zwar sage, was ich baue und euch zeige, was die Maschinen können, aber ich crafte, oder die Sachen, wie ich sie crafte oder was ich crafte, werde ich rauscutten, damit man halt mehr Informationen in eine Folge packen kann. Weil sonst wird es einfach zu langweilig auf Dauer und die Folgen werden zu lang mit zu wenig Input oder zu wenig Informationen pro 15 Minuten Folge immer nur eine Maschine und so. Das ist halt scheiße. Deswegen werde ich das jetzt mal so versuchen und würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da sind wir dann auch schon wieder. Ihr könnt jetzt noch Zeuge sein der letzten paar Batterien oder Cooling Cells, die ich hier noch hier gerade fertigstelle. Für die letzten zwei Overclocker. Ja. Dann sind wir auch schon soweit durch quasi. Die Overclocker fertig. Dann kann ich euch zeigen, wie schön die arbeiten. Ja. So. Und den noch. Zack. Edge. Perfekt. So, das brauchen wir nicht mehr, das nicht, das nicht. Das kann alles schon mal hier schön wegsortiert werden quasi. Schön. So. Gut, und zwar, ich hatte ja vorhin dieses Stack Kohle pulverisiert. Den habe ich schon wieder rausgeholt, weil ich den Pulverizer zwischendurch halt gebraucht habe. Aber da kam halt, also 64 Kohle, geben sie 64 pulverisierte Kohle, ganz einfach. Jetzt müssen wir das Ganze in den Kompressor hier hinten schmeißen. Und ich zeige euch jetzt mal den Unterschied von der Geschwindigkeit her. Ach Quatsch, Entschuldigung, falsch. Erst müssen wir damit noch in einem Obsidian-Block, ich glaube Obsidian war da, ein Obsidian-Block in die Mitte. Ne, Entschuldigung, 8 Flint, bin ich komplett raus gewesen. Wo ist mein Flint? Da. Okay, das sind keine 8 gewesen, das waren alle. 8 Flint, dann wieder hier rein, 8 Flint in die Mitte. Das dann hier quasi außen rum. Geht das nicht, so wie ich hätte gerne. 6, 7, 8. Zack. Kommen einfach 8 Full Balls raus. Die kommen jetzt dann wiederum in den Kompressor. So, und dann zeige ich euch jetzt, wie schnell die Geschwindigkeit ist. Man sieht, das ist sehr, sehr langsam. So, knall ich jetzt die Overclocker hier oben rein. Na, geht das Ding schon eigentlich ganz gut ab. Der Nachteil daran ist halt einfach, dass hier hinten wird ordentlich Energie rausgesaugt, jetzt durch die Overclocker. Aber wir haben ja 300.000 EU. Das sollte erstmal genug Puffer sein, definitiv. So, jetzt warten wir ganz kurz, bis das da fertig ist. Compressed Coal Balls kommen da jetzt raus, übrigens.
Hätte ich eigentlich einen Obsidianblock gerade in der Tasche lassen können. Egal. Ich mache gerade den Obsidianblock wieder außen ein. So, kommt der in die Mitte. Da kommen jetzt außenrum die 8 Dinger. Und wir kriegen einen Cold Chunk. Dieser wiederum kommt jetzt in den Kompressor rein. Und daraus entsteht dann ein Diamant, wenn alles gut gelaufen ist. Ding! Ein Diamant. Eigentlich eine sehr coole Variante. Wiederum sehr teuer, weil man halt einen ganzen Stack Kohle opfern muss für einen Diamanten. Andererseits, wenn man halt Ewigkeiten einfach gar keinen Diamanten findet, ist diese Option eigentlich gar nicht so schlecht. Würde ich jetzt mal so behaupten zumindest. Also, ist schon eine ganz gute Alternative, um an Diamanten zu kommen, finde ich. So. Jetzt mal hier kurz mal wieder ein bisschen einsortieren, damit das Inventar mal wieder ein bisschen aussieht. Zwischendurch ist übrigens eben auch noch oben an meiner Holzfarm ein Creeper explodiert. Und hat beinahe alles abgerissen, was da oben ist. Weil ich bin nämlich in der Nacht da gerade wie jetzt die Leiter hochgegangen und wollte da oben die Holzfarm quasi ausmachen. Beziehungsweise wollte dann eine Spinne töten, die mir auf den Sack gegangen ist und einfach nur Terror gemacht hat. Und da ist ein Creeper explodiert. Der hat zum Glück weit genug weggestanden von allen Maschinen und ist daneben nur explodiert. Da haben wir nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. So. Okay, wir haben jetzt den Kompressor und wir haben den Metalformer. Als nächstes würde ich sagen, wir bauen den Macerator. Gucken wir mal hier kurz. Macerator. Macerator. Da ist das Ding. Eigentlich relativ einfach. Cobblestone, Flint, Basic Machine Casing und Electronic Circuit. So. Das ging ganz einfach. Das ging einfach hier. Iron Plates. 8 Stück an der Zahl. 5 habe ich noch. Das heißt, ich brauche noch. Hier, weil ich brauche noch ein Dings. Ja, ein Circuit. So, jetzt habe ich es wieder. Wollen wir mal schnell die Platten da durch. Da geht ja hier wuppi. Ja, mit den Overclockern ist das NP. So, an den Crafting Table. Gut, zack. Basic Machine Case. So, nochmal das Redstone wieder. Zack, zack. Kabel brauchen wir. Zack, zack. Zack. Flint noch und Cobblestone noch. Oh Mann, ey, ich hoffe, unser Gravy findet bald mal Redstone, weil es wird langsam ein bisschen knapp. Nicht 3, ich glaube nur 2. Ja, 2 wären es gewesen. So. Achso. Resurator, da ist er. So, hier ein Steinchen wieder drin. Alles klar. So, den knallen wir jetzt einfach mal hier hin. Ich kann euch auch schon mal eigentlich ganz schön darstellen, was das eigentlich kann. Im Prinzip ist es dasselbe wie der Pulverizer, den wir schon mal gebaut haben, der halt aber zu Buildcraft gehört. Und ich muss gerade kurz den Keller für was zu holen, damit ich euch darstellen kann, wie das Gutstück arbeiten kann. Also der Macerator, der kann ein bisschen mehr noch als unser Pulverizer quasi. Und zwar, mal hier mal ein Steck Weizen raus. Geh damit mal ganz schnell wieder nach oben. So. Hier hin. Ah, den Macerator. So. Knallen das mal kurz hier rein, das Zeug. So, hier kommt da jetzt dieses Flur raus. Wir lassen das einfach mal weiterlaufen jetzt. Ich nehme mal dieses Flur und hau das jetzt einfach mal bei uns in den Furnace rein. Und dann siehe da. Jo, ne, hier sieht man es nicht. Aber da wird Brot raus. Also es ist wesentlich ergiebiger, als wenn wir uns Brot quasi craften. Weil man braucht ja für ein Brot 3 Weizen. Und so kriegt man aus einem Weizen einen Flur. Und ein Flur ist gleich ein Brot. Also eigentlich schon eine sehr, sehr coole Sache. Aber ich habe ja meine Kartoffeln. Von daher ist es eigentlich relativ egal. Aber ich wollte euch darstellen, dass das Teil auch solche coolen Sachen kann. So, ich brauche nämlich das hier, Enderium Plant. Und Enderium Plant wird gemacht aus dem ganzen Stuff hier. Aus Resonant Ender Bucket. Und Resonant Ender Bucket bekommt man, wenn man Enderperlen Magma Crucible einschmilzt. Das war dieser hier. Das Problem daran ist, dass ich jetzt hier noch Redstone drin habe. Und das könnte ich jetzt rausholen, will ich aber nicht. Da baue ich mir lieber einen zweiten Fluid Transposer. Und setze ihn quasi daneben. Man kann dann sagen, alles klar, jetzt hier rein oder da rein, weil ich Enderperlen einschmilzen will. Oder Redstone halt, ne? Also relativ ganz einfach. Also würde ich sagen, wir stellen uns quasi noch schnell einen Fluid Transposer.
Und na, Fluid. Ich mache einfach nur Fluid. Einfacher. Ja. Noch ein Fluid Transporter. Das ist relativ simpel zu craften. Machine Frame. Der war wirklich einfach. Das war nur Gold, Iron und Glas. Gold, Iron, Glas. Na, jetzt habe ich das falsche geklickt. Redstone Deception Coil mit Gold und so. Also eigentlich sehr simpel zu craften. Das mache ich kurz und werde das natürlich auch wieder wegcutten. Also würde ich sagen, bis gleich. So, und da sind wir dann auch schon wieder, um das Ding quasi gerade mal fertigzustellen, wenn wir schon alles haben. Ich bin gerade noch ein wenig unsicher, aber das sieht ganz gut aus. Zack, 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 zack. So, perfekt. Und zwar mache ich den jetzt einfach Neber. Das heißt, ich muss... Warte mal, das Ding, das braucht auch, glaube ich, sowieso auch Wasser, soweit ich... Na, das in Erinnerung habe. Genau, es braucht auch Wasser. Das heißt, ich muss... mal hier, na, Alter. Na, ich, na. Auch noch weg, und die auch noch weg. Da ist doch Wasser, muss noch da dran sein. Eigentlich schon. Eigentlich sollte da... Okay, eigentlich nicht. Ist auch egal. Das ist nicht schlimm. Und normalerweise bin ich ein bisschen durcheinander gerade. Kann natürlich auch sein. Wir knallen jetzt gerade einfach mal schnell die Energieleitung da dran. Flicken können wir das ja dann gleich noch. Zack. Und... Zack. Ach, RF. Ich bin so blöd. RF ist Redstone Flux gewesen. Okay, ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. Quasi so. Hier machen wir auf Blau für Input. Und hier kann man dann einfach wechseln immer zwischen da Ausgabe oder da Ausgabe. Also eigentlich ganz cool, ganz simpel. Das ist eigentlich eine bessere Lösung, als quasi da immer dann das Redstone rauszuholen oder sonst irgendwie. Sich umständlich damit zu beschäftigen. Zack. So, perfekt. Das ist doch eigentlich schon mal sehr schön. Und ja. Ich würde sagen, damit beenden wir dann diese Folge hier. Ich räume gerade noch mal ganz kurz mein Inventory auf. In der Hoffnung, dass wir jetzt auch bald mal endlich Redstone finden. Hier das noch rein. Das noch reinpacken. Und so, dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem anderen Schema, wie ich die Videos, wie ich das Video geschnitten habe. Ihr könnt ja beide mal einen Kommentar da lassen, wie ihr es findet, ob ihr es gut findet oder ob ihr das nicht so toll findet mit dem, ja, quasi mit dem Schnitt, wie das gemacht ist und wie nicht. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende und wir sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, haut rein, Leute. Bis dahin. Ciao.